Zurück zu Gothic 3. Wir sind immer noch in Varant in der Wüste und mein Name ist Chaos AI, euer Piranha Bytes Fanboy. Wir laufen jetzt erstmal an diesen Feuergolems vorbei und schauen uns mal noch ein bisschen weiter hier in den Ruinen und vielleicht auch eher noch ein bisschen am Rand der Ruinen um. Denn ich habe das Gefühl, irgendwo werden wir in diesen Ruinen hoffentlich noch Hassan finden. Und eventuell auch noch den letzten verbleibenden Schlüssel. Da fehlt uns ja auch noch... Oh, eine Steintafel. Ah, nicht wundern. Wie gesagt, ist heute das erste Mal, dass ich diesen Spielstand wieder geladen habe. Da kennt ihr das ja schon. Da ruckelt es bei mir irgendwie immer ein bisschen unerklärlicherweise. So. Oh, da drüben ist eine Höhle. Vielleicht ist er da. Sogar eine relativ hohe Höhle, das kennt man ja gar nicht. Hoffentlich ist dort nicht einfach ein riesenhafter Gegner drin. Ich nehme auf jeden Fall mal den Anker mit. Den Anker. Wenn man es ein bisschen anders betont, könnte es ja wirklich wie der Schiffsanker sich anhören. Und diese schnellen Drehungen, da kommt... kommt das Spiel immer nicht sofort hinterher, muss ich mal so sagen. Okay. Ein Wüstenläufer. Das ist jetzt erstmal noch kein großartig schwerer Gegner in der Regel. Zumindest für uns nicht. Also, da wir ja schon doch relativ weit fortgeschritten sind. Oh. Oh. Interessant. Ein Paladin-Schwert ist hier drin in einer Höhle irgendwo im Nirgendwo. Heißt das, wir finden hier vielleicht noch einen Paladin? Nein, eine Zauberwurzel. Und sonst nichts. Warum ist denn diese Höhle hier so leer? Das ist schon ein bisschen komisch. Na gut, Angabe, können wir da raus. Hier gab es offensichtlich nichts zu sehen. Außer einem Wüstenläufer heißt er. Ich hätte fast Schattenläufer gesagt. Und was war das andere? Ach ja, ein Paladinschwert. Aber immerhin hätten wir jetzt mal ein nicht abgenutztes, wenn wir theoretisch nicht gelernt hätten zu schmieden. Also ihr merkt schon, es ist viel Theorie mit dabei. Dann wäre das wahrscheinlich gar nicht mal so ein schlechtes Einhandschwert. Natürlich ist es so, dass wir das gelernt haben, von daher für uns relativ sinnlos. Wo geht's denn da eigentlich hin? Oh, nach Ishtar. Da wollen wir ja eigentlich gar nicht hin. Nee, gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal doch wieder in Richtung Ruinen. Dürfen nicht den Angau vergessen. Schieß mal auf den Feuerwaran. Gut gemacht! Ja, ich sag dir immer, Drecksvieh. Das ist auch meine Aussage zu den Viechern. Oh, ein Sandlurker. Mhm. Dachte, das ist ein Zombie oder irgendwas. Hatte ich so noch nicht gesehen, die Viecher. Ob ich den wenigstens Leder abnehmen kann, weil bei den Schakalen gab es hier zum Beispiel auch kein Fell, aber für dich, Leder sollte ja eigentlich immer sein, dachte ich. Na gut, dann haben die hier in der Wüste offensichtlich auch keine Lederhaut. Okay, noch jemand hier? Huch, ja. Ein Waran. Elendes Drecksvieh. Ich wollte gerade sagen, Hauptsache der trifft uns nicht, sonst haben wir wieder eine Krankheit. Aber wir hatten ja zuletzt, es ist für mich gestern gewesen, deswegen habe ich es nicht mehr ganz sofort auf dem Schirm, hatten wir ja dieses Amulett angelegt, das uns immun gegen Krankheiten macht oder zumindest resistent. Ich weiß jetzt nicht, ob,
Ob das heißt, dass man wirklich gar nicht mehr krank werden kann von den Bissen eines Varans oder ähnlichem. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass man krank wird vom ersten Bissen, sollte auf jeden Fall jetzt gesenkt sein. Das ist eigentlich eine Resistenz in meinen Augen. Ich will mal kurz gucken, ob hier unten noch irgendwas Interessantes ist. Ansonsten gehen wir jetzt mal bei dem Zelt, gucken, was dort stand gerade. Könnte natürlich sein, dass es das mit das Zelt von Metzin wieder ist, aber nee. Oh, Hassan. Hallo Hassan. Komm, Anga. Oh, warte mal ganz kurz. Da vorne ist noch ein Zelt oder noch irgendwas. Ach nee, eine Treppe. Naja, egal. Hier sind nochmal so ein Feuergolem. Gott, elendes Drecksvieh. Wo kommen die denn alle her? Oh, hier sind noch mehr. Von den Feuerlörkern hätte ich fast schon gesagt. Sandlörkern meine ich natürlich. Ja, kommt alle her. Lohnt sich mehr. Oh, ein Level up sogar. Elendes Drecksvieh. Na gut, dann looten wir mal. Dann gehen wir zu Hassan, würde ich sagen. Speichern vor dem natürlich dann nochmal ab. Sonst hier noch irgendwas? Nein, ist gut. Hier ist aber nur der eine Feuergolem, oder? Ja. Verstehe nicht, warum der hier ist. Es sieht nicht so aus, als würde der irgendwas bewachen. Und da einfach so in der Gegend den hinzustellen, halte ich ein bisschen für Verschwendung. So, wir reden mal mit dem Hassan aber jetzt. Ob er vielleicht was zu sagen hat. Vielleicht ist er ja doch nicht der Mörder. Wir sollen ja unbedingt den richtigen finden, hat er gesagt. Als wenn wir irgendwie eine falsche suchen würden. Wer sind hier seine Kumpel? Kämpfer, Kämpfer, Kämpfer? Also niemand? Hm. Alles klar. Ich weiß, dass du die Erzrohlinge gestohlen hast. Das hat Ramirez auch gesagt. Wenn ich mich recht erinnere, waren es seine letzten Worte. Danach hat er nur noch geschrien. Tja. Wo sind die Erzrohlinge? Die habe ich längst verkauft. Ha, einen ordentlichen Batzen Gold haben sie mir gebracht. Aber den wirst du niemals finden. Ich hätte natürlich vorher noch meine... Ich werde Ramirez rächen. Lebensenergie regenerieren können. Deine letzte Stunde hat geschlagen. Na, wir können es natürlich auch direkt vor dem Kampf machen. Klar. Oh, praktisch. Helfen wir Kor Anga. Nee. Voll schön. So nicht. Okay. Und jetzt alle erstmal schnell umbringen. Na. Was soll denn das? Und der letzte. Schauen wir uns doch mal an. Vielleicht finden wir jetzt mehr raus. Oh, der hat noch einen Brief dabei. Ne? Den lesen wir uns gleich mal kurz durch. Da
Bisse. In Bensala ist eine Lieferung mit 10 Erzrohlingen angekommen. Finde sie und nimm sie an dich. Okay, und N, es war unterschrieben mit N. Einfach nur N. Ach, das war das bei den anderen Tempel, stimmt. Wir waren ja aus Versehen schon ein bisschen weiter. Gut. Kann man hier schlafen in dem Bett? Nee. Gut, dann würde ich sagen, haben wir eigentlich mittlerweile 4 Schlüssel, ja, ne? Morasul, Morasul, Morasul und Morasul. Okay, dann würde ich sagen, achso, nee, erstmal ganz kurz mal mit Angar sprechen. Ich sag dem, der kann zurück. Lauf zurück. Du weißt, wo du mich findest. Und dann teleportieren wir uns nach Morasul, schlafen dort nochmal. Um unsere Lebenspunkte auch ein bisschen zu regenerieren. Außerdem wollen wir Nagil oder so, wie der hieß, Bescheid sagen, dass wir rausgefunden haben, wer Ramirez ermordet hat. Mach hier nicht noch mehr Ärger. Hab ich ja nicht vor. Wir können später noch reden. Ich kenne den Mörder von Ramirez. Und? Wer ist dafür verantwortlich? Ein Assassine namens Hassan. Hassan also. Er hat für Nerusul gearbeitet. Und der hält sich zurzeit in Ishtar auf. Sieh zu, dass dir der Einlass nach Ishtar gewährt wird und knöpfe dir diesen Nerusul mal vor. Ich werde meinen Einfluss bei Zuben für dich geltend machen. Mehr kann ich nicht tun. Ach. Und ich gehe davon aus, dass Hassan seine gerechte Strafe bekommen hat. Was genau soll ich mit Nerusul machen? Finde heraus, ob er wirklich hinter dem Erzdiebstahl steckt. Und falls das so ist? Dann erteile ihm eine letzte Lektion. Wir sind vielleicht ein Volk von goldgierigen Bastarden, aber... Wir werden niemals zulassen, dass lumpige Diebe wie Hassan zu Macht und Reichtum kommen. Ich habe mich um Hassan gekümmert. Dann ist der Tod von Ramirez gerecht. Gut. Hier, nimm dieses Gold. Du hast es dir verdient. Wegen des Einlasses nach Ishtar. Wenn du weiter so arbeitest wie hier in Morasul, wirst du schon bald vor Zuben stehen. Überzeuge noch ein paar der anderen Magier, dann bist du schon so gut wie in Ishtar. Es wäre natürlich noch eine Idee. Man könnte versuchen, sich bei denen so sehr einzuschleimen, dass man erstmal vorgelassen wird. So, jetzt muss ich noch mal ganz kurz schauen. Was haben wir noch offen? Ilja will ein Artefakt aus dem Tempel und öffne den Tempel von Morasul. Okay. Nur noch 2 Aufträge. Ich würde sagen, da wir hier in der Wüste sind, schlafe ich mal bis abends. Damit auch nicht schon wieder der nächste Tag anbricht. Wobei ich gar nicht so sicher bin, ob er das nicht trotzdem tut einfach. Also ob Schlafen das quasi verursacht, dass der nächste Tag anbricht. Für die Zählung im Speicherstand. Nicht, dass das irgendeine Rolle spielen würde, glaube ich zumindest. So, und dann würde ich sagen, müssen wir uns jetzt mal auf den Weg zu dem Tempel von Morasul machen. Und dort mit Kalisch über den 5. Schlüssel reden, denn den würde ich gern haben. Ich habe 4, er hat 1, also ist doch eigentlich nur fair, wenn ich den letzten von ihm bekomme und er nicht 4 von mir. Mal schauen, wie er das sieht. Ich kann mich noch nicht ganz, bin mir da noch nicht so ganz sicher, ob er das denn genauso sieht. Denn wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sehen die ja die Menschen nicht unbedingt als gleichwertige Leute an, ne?
des Krieger. Ich wollte mal gucken, ob wir in der Richtung eigentlich jetzt auch schon richtig umgeguckt hatten oder ob wir hier vielleicht noch jemanden übersehen haben. Ist das hier der Dicke? Ja. Okay. Worauf wartest du denn noch? Die Hand, die sie füttert. Die Faust, die sie füttert. Okay, hier ist auch noch irgendwas. Müssen wir auch gleich nochmal schauen. Und hier. Oh, da ist noch eine Mana-Pflanze. Wir brauchten ja nochmal insgesamt 10. Deswegen nehmen wir die nochmal schnell mit. Also habe ich hier den für den teuer bezahlt, für den letzten Schlüssel. Da werde ich den bestimmt nicht umsonst einfach so hergeben. Da würde ich auch was davon haben. Also, lass dir mal was einfallen, Kalesch. Ich hatte gerade gesagt, ich wollte vorher noch mal nachschauen, was die dort vorne bewachen. Scheint ja noch irgendwas zu sein. Oh, ein paar Eingänge. Gucken wir uns doch mal um. Ja, schon mal nix. Hier geht's ein bisschen tiefer rein. Aber scheinbar ebenfalls nichts. Oder schon leergeräumt von denen natürlich. Das macht auch Sinn. Hui. Eine Steintafel. In Nordmar lebten die Barbaren. Und Robar war einer von ihnen. Er irrte ohne Feuer und Waffen durch das Eis. Und das Biest jagte ihn. Okay. So, und einen Eingang gibt es ja noch offensichtlich. Mit aufgestellten Särgen. Alles klar. Gibt's hier unten noch was zum Ausgraben vielleicht? Nö. Na gut. Dann hoch. Ja, hier unten war doch immer der Kalesch, oder? Oder ist er schon wieder in seinem Zelt? Immer feste drauf. Das ist meine Meinung dazu. Stör mich nicht! Mach ich nicht. Am besten du kümmerst dich selbst darum. Da ist er ja. Der Kalesch. So, ich speichere nochmal ab. Huch, nee, das ist ja der aktuelle Stand. So, hier hin. Ich habe die 4 anderen Schlüssel. Gib sie mir und zwar schnell, verstanden? Ein Moment mal, was habe ich davon? Ich muss hier meinen Auftrag erfüllen und du warst ein nützliches Werkzeug. Doch jetzt, wo die Schlüssel hier sind, habe ich keine Verwendung mehr für dich. Verstehe. In diesem Fall werde ich dir überhaupt nichts geben. Gib mir die Schlüssel, sonst hack ich dir den Kopf ab, dreckiger Morrer! Jetzt wirst du bluten! Okay, ich glaube nicht, dass es klug ist, vor all seinen Leuten mit ihm bleib zu kämpfen. Bleib still, Morrer! Ich versuche ihn erstmal ein Stückchen hier wegzulocken. Und vielleicht direkt vor dem Eingang hier. Ich hoffe nur, das reicht. Nicht, dass dann hier gleich alle angestürmt kommen. Und dann können wir ihm hier hoffentlich den Gar. Wow, 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 nee, mein Freund. Nee, 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 nee. Freundchen, Freundchen, Freundchen. So nicht. Ich speichere nochmal ab. Für den Fall, dass der jetzt aufsteht und immer noch sauer auf uns ist, müsste ich ihn halt umbringen. Sonst würde ich mit ihm reden. Sind sie mich jetzt schon? Zumal da oben noch ein anderer Ork langläuft. Immer feste drauf. Das ist meine Meinung dazu. Ja, natürlich dürfen wir auch keine Waffe mehr haben.
Nur ein kleiner Streit, alles gut. Du wirst mir nicht meinen Ruhm stehlen, Mistkerl. Ich hack dich in Stücke. Tatsächlich. Der will weitermachen. Bleib stehen, Mora. Er hat es nicht anders gewollt. So, und wo benutze ich jetzt hier den Schlüssel? Ah, hier. Das wäre also geschafft. Die Tür ist offen. Bis erlernen es nicht. Oh, tatsächlich. Auf einmal sind hier die Viecher zu sehen. Ein Haufen. Ich helfe denen mal ein bisschen, den Orkis hier. Da! Cool gemacht! Huch! Hey, hey, hey. Mit dir wollte ich gar nichts machen. Gut, die restlichen Orks lasse ich dort mal alleine ein bisschen. Aber wenn der unbedingt kämpfen will, dann bitte, komm her. So, hat hoffentlich keiner gesehen. Und wir gehen mal reingucken. Wow. Da sind Skelette mit Bögen. Da! Da! Ach, Mist. Hat nicht so geklappt, wie ich es wollte ursprünglich, aber ist nicht so schlimm. Mal gucken, wie stark die Mumien sind. Ich meine, wir haben ja schon einiges mitgemacht hier. Ne? Wenn man an Nordmar denken, ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Mumien stärker sind als so ein Skelett. Wenn, dann zumindest nicht viel stärker. Na komm. Und die letzte Mumie. Aber ist aber gutes im Vergleich zu den alten Teilen 1 und 2. Die Zombies schreien nicht so ewig laut, wenn sie sterben. Wenn ihr euch erinnert, das war ja doch ein teilweise unangenehmes Geräusch. Nicht so unangenehm, wie es für sie wahrscheinlich war, aber ihr wisst, was ich meine. Okay, alle Sachen gelootet soweit. Jetzt geht's hier runter. Eine schwere Truhe. Vielleicht ist hier schon das Artefakt drin. Nee, aber noch Rubinklinge. Mhm. Interessant. Und Erzrohling. Naja. Komm rein hier auf den Meter. Kleines einzelnes Skelett. Also die hätten mal sich vorher vielleicht in Nordmar informieren sollen, wer da kommt. Ja? Den Ahnengräbern, wenn dort so hunderte von diesen Skeletten auf uns gewartet haben und die hier stehen zu 5, 6 vielleicht, da kommt man sich schon ein bisschen veralbert vor, muss ich mal so sagen. Huch! Eine Mumie. Okay, die Mumien sind zumindest entsprechend der Erfahrungspunkte, die sie geben, stärker als die Skelette, aber trotzdem nicht nennenswert. Eine normale Truhe. Noch ein Dietrich verschwindet. Ilias Artefakt.
Ach, das ist diese Vase, die er haben wollte. Und die kann er ja von mir aus haben. Boah. Das ist schon anders jetzt. Ne? Wenn man jetzt plötzlich sowas trifft, hätte man dann sich doch gewünscht, vorher abgespeichert zu haben. Mist. Aber ich habe auch keinen untoten Hohepriester erwartet. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Das war jetzt ein bisschen überraschend. Ich habe ja erst gedacht, Wassermagier? Wegen der Robe? Ich werde dich töten! Ja, plötzlich liegt hinter ihm noch wieder sein Schwert. Nichts zu holen. Okay. Also, dann machen wir wieder auf. Und diesmal werden wir dann drin zwischendurch auch mal speichern. Wir helfen jetzt den Orks hier draußen nicht. Da! 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 Ach, na komm, schreien. Da! Da! Oh, peinlich. Geht weiter los. Mist, hatte gehofft, ich treffe ihn noch vorher. Und dann essen wir noch zwei Stücke Fleisch. Bis dahin dürften die dann auch ungefähr hier sein. Oder auch drei. Und dann können wir wieder angreifen. Die Mumie hat mich gerade ein bisschen an die wahnsinnig krassen Zombies aus Gotha erinnert, die hier plötzlich immer losgestürmt sind und gar nicht mehr aufgehört haben. Und hinter mir, die Mumie macht mir jetzt ehrlich gesagt ein kleines bisschen Angst. Wenn wir jetzt nur noch so wenig Lebensenergie haben, müssen wir unbedingt nach dem Kampf direkt auffüllen und dann erstmal speichern. Nachdem wir natürlich die Skelette mit den Bögen gelootet haben. Vor allem, was die mit so einem rostigen Schwert an Schaden machen im Vergleich zu dem, was wir mit dem rostigen Schwert an Schaden machen, ist schon ein bisschen Unterschied, oder? Okay, erstmal wie gesagt regenerieren, speichern und dann geht's weiter in den Tempel. Wieder eine Rubinklinge. Hallo. Ah, jetzt weiß ich auch, glaube ich, wozu die ganzen Sachen wie Wolfskraut und Snapperkraut und sowas da sind. Für die Verwandlungstränke. Macht sogar Sinn. Hätte man sich eigentlich auch vorher denken können. Gebe ich zu. Ah. Ah, ich habe ihn gesehen. Den lassen wir uns erstmal auf uns zukommen, würde ich sagen. Damit wir erstmal die Mumie in Ruhe killen können. Uah. Ah, jetzt gehen wir doch irgendwie auf ihn zu, aus Versehen. Ist nicht so gut. Nein! Wenigstens hat man diesmal ein bisschen näher dran abgespeichert. Na komm, jetzt nimm deinen Stab in die Hand, genau, und jetzt... Halt. Hä? Was? Es ist zu eng dort drin.
Muss ich überlegen, ob ich wieder mein Einhandschwert zücke. Weil es schneller zuschlagen kann. Wäre hier vielleicht gar nicht mal so fehl am Platze. Hier wieder ihren übelsten Mega-Faustkampf-Battle hier. Das ist krass los. Da! 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 Nee, muss ich noch mal kurz ein Stückchen zurück. Und einmal was essen. In der Hoffnung, dass die Skelette nicht gleich auch so durchdrehen. Nein. Tun sie nicht, aber war gerade schon wieder hart an der Grenze. Da! Was war das? Da! Schnell noch mal was essen. Kostet alles gar nichts an Mana oder? Oder warum kann der hier 10 Minuten am Stück mit Feuerbällen um sich schießen? Ah, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht in seine Raserei wieder reingerate. Okay. Kampfstab. Er selber. Ihn selber kann man nicht looten. Warum auch? Okay. Letzter Raum. Vorletzter Raum. Was ist das? Trank der Lebenskraft. Maximale Lebensenergie plus 8. Ja, den können wir zum Beispiel erstmal direkt zu uns nehmen. Eh noch viel zu wenig Lebensenergie. So, und hier ist noch ein Korb. Da ist bestimmt jetzt das Artefakt drin, oder? Adanos Krone. Benötigtes altes Wissen 250. Jetzt muss ich doch mal kurz gucken, wie viel haben wir? Altes Wissen, altes Wissen, altes Wissen. Wo steht's denn? 79. Nun ja. Da fehlt ja nicht mehr allzu viel, hä? Hab jetzt ein bisschen Schiss, den Nomaden Bescheid zu sagen, dass wir hier Morasul angreifen können. Oh, wir sind immer noch Zombies. Naja, können wir jetzt ein bisschen mithelfen. So. Na kommt schon, die helfen euch ein bisschen aus. Gemacht. Wieder ein zu weniger. Ist euch was aufgefallen, dass euch bei euch jemand fehlt? Jemand, der vielleicht gar nicht mal so unbedeutend ist? Zombie! Nein! Ja. Will oben bleiben. Und der letzte Zombie hier oben, den ich gesehen habe. War noch einer? Okay. Jetzt. Angriff. Wieder eins weniger. Du solltest dich jetzt besser um deine Sachen kümmern. Hab dir doch geholfen. Sei dankbar. Okay, Adanos Krone. Wir haben jetzt zweimal Adanos Ring. Einmal Adanos Krone. Oder? Adanos Ring, Adanos Ring. Adanos Krone.
Hat er noch das Amulett? Das ist schon bei 4 und 5 soll es geben. Einfach keine Ruhe. Es gibt einfach zu viele von den Biestern. Hatten wir nicht sogar noch irgendein Zepter oder sowas? Schattenzepter? Na egal. Helf mir erstmal dem Orks hier ein bisschen. Biester lernen es einfach nicht. Deine Zähne gehören dir. Ja, das klingt aber gefährlich, hä? Ich glaube fast, man bräuchte hier denen gar nicht weiterhelfen, ne? Feldherr der Untoten. Dem hast du es gezeigt. Okay. Gibt es denn hier eine Aufgabe, dass wir uns irgendwie um die Feldherren der Untoten kümmern sollen? Weil das wäre mir gar nicht aufgefallen. Zombie? Zombie? Vielleicht gibt es ja mehrere, aber wir helfen jetzt erstmal den nächsten. Na, wenn du nicht so weit dich zurückziehen würdest, könnte ich dir auch helfen, du Affe. So. Das ist ein normaler Zombie. Und der hier bestimmt auch, ne? Na gut, dem helfen wir noch. Sieht so leiden. Der sieht so bedürftig aus. Ach, ich mag Zombies eigentlich so wenig. Huch, Entschuldigung. Dem hast du es gezeigt. Entschuldigung. Meine Güte, ich habe euch nicht mit Absicht getroffen. Bleib stehen, Mara. Okay. Habe euch geholfen, seid dankbar. Jetzt haue ich euch doch noch zu Klump. Okay, wo ging das denn lang nochmal? Nicht, sondern hier. Ich glaube in der Richtung. Irgendwo sollten wir den Nomaden Bescheid sagen, dass wir das Artefakt geholt. Achso, nee, dann wollten wir erstmal Rasul angreifen. Das bringt ja nichts. Das wollten wir ja doch nicht mehr machen. Erstmal. Zumindest nicht. Wir könnten uns jetzt eigentlich wieder nach Bennerei. Jetzt überall in der Wüste? Nee. Egal. Was wir aber eigentlich machen wollten, wir wollten den Wassermagiern dann helfen. Naja, wie auch immer, ich werde mich jetzt erstmal nach Morasul teleportieren. Wir wollten ja auch noch Ilya sein Artefakt bringen oder seine Vase oder was das ist. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Ich danke euch erstmal wieder fürs Zuschauen. Hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wir sehen uns dann bei Ilya wieder und werden ihm sein Artefakt übergeben, in der Hoffnung, dass er uns reich belohnen wird. Also dann, macht's gut. Ciao.